Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wollte eigentlich gerade starten, dieses Video zu schneiden und es hat einfach schon wieder kein Intro oder ich habe es verloren, ich weiß es nicht. Kommt mit uns in den Urlaub nach Ungarn, beziehungsweise erstmal nach Tschechien. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt erklärt habe. Wir haben hinzu einen Zwischenstopp in Tschechien gemacht und rückzu auch, weil die Strecke sonst zu weit gewesen wäre zum Fahren. So, das sieht schon richtig nach Urlaub aus. Wir sind in Tschechien, machen eigentlich gerade nur eine kurze Pause zum Mittagessen. Das Problem ist, dass überall Parkautomat und man nur mit Münzen bezahlen kann. Und ich muss jetzt erstmal den Geldautomat finden, um den Schein abzuheben. Und muss den jetzt noch wechseln lassen und dann können wir ordentlich parken und dann können wir essen. Alles ein bisschen stressig, aber ich habe jetzt hier von so einem Ort, ich weiß nicht mal, wo wir sind, schon mal eine schöne historische Innenstadt gesehen. Wir sind noch nicht da, aber es dauert nicht mehr lange und wir haben ja sehr, sehr spät Mittag gegessen in dem Ort, aber es war so ultra lecker. Ich kann ja mal ein Bild einblenden und es ist halt wie überall in Tschechien wirklich günstig gewesen. Also der Handwerker muss jetzt hier erstmal prüfen. Suche den Ausschalter für die Klimaanlage. Es ist arschkalt, beziehungsweise vor allem zugig. Auf jeden Fall ist das hier unser Zimmer. Ich bin jetzt natürlich... Wir haben zwei Karten. Ich bin jetzt hier natürlich auf der falschen Seite. Also nicht ordentlich am Eingang gestartet. Wir haben zwei schöne Doppelbetten. Und hier haben wir sogar einen Ausblick. Der sieht nicht so nett aus. Bitte, Mami, ich will auf die schöne Stadt. Hier unten ist auch hier ist unser Auto. Hier sieht man, wie das Hotel von außen aussieht. Das ist richtig. Ich habe auch ein Foto gemacht, kann ich einblenden. Das ist hier richtig aus Vlog-Style. Ne? Aber die Zimmer sind neu gemacht. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Sieht es aus. Sehr gut. Jetzt können wir noch das Bad zeigen. Hier drin ist ganz schön luftig. So, ein kleines, nettes, feines Bad. Mit schöne schwarze Türen. Hier vorne gibt es noch ein Regal und alles Mögliche. Also es ist schon an sich nett gemacht. Nee, wir müssen die hier gar nicht ausziehen. Also ich finde es schon hübsch so. Ich kann euch auch gleich mal den Flur nach draußen zeigen. Ja, so sieht es hier aus. So, und jetzt kann ich euch hier mal noch den gemütlichen Flur zeigen. Karl, wir müssen in die andere Richtung. Das ist, richtig schön gemacht. Ja. Und äußerst dunkel. Und dieser Duft, was ist das für einer? Putzmittel. Lecker. Hier gibt es noch eine gemütliche... Mami, was kann man dort machen? Sitzen. So, ich kann euch jetzt nochmal unser Zimmer von hier zeigen. Das ist nämlich... Wo war das jetzt? Ja, da wo die Balkontür offen ist. Können wir den Roboter? So, unser Freund, der Roboter, ist immer noch da. Wir haben jetzt tatsächlich bei Foodora bestellt, also bei McDonald's, und lassen das hierher liefern. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch ohne Probleme. Wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt auch schon wieder kurz vor der Abfahrt aus Brünn. Heute geht es nach Ungarn. Also wir fahren durch die Slowakei. Und sind dann auch heute bei unserem Haus und haben hoffentlich auch noch ein bisschen Zeit dort am See. Wir wollen den Tag ja auch noch nutzen. Es ist hier jetzt schon richtig warm und es wird auch dort wahrscheinlich dann ultra warm, aber das wollten wir ja so. Ansonsten gibt es tatsächlich noch was zu erzählen, was ich die ganze Zeit eigentlich erzählen wollte. Wir haben nämlich, wir sind losgefahren und kurz hinter Chemnitz haben wir einen Steinschlag gekriegt. Was wieder die dümmste Scheiße ist, ich kann euch den mal eben zeigen. Und zwar sieht man jetzt eigentlich ganz gut. Okay, jetzt ist er nicht mehr scharf gestellt. Das war mir jetzt irgendwie, damit habe ich gerechnet. Was aber auch noch dazu kommt, und zwar, als wir vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, ich weiß nicht mehr, nach Schweden gefahren sind, über Dänemark, über den Landweg, hatten wir ja einen Camper. Und da haben wir in Dänemark auch bei dem Camper einen Steinschlag gehabt. Und der war ja so riesig, da musste die Scheibe ja komplett getauscht werden. Das war so ein Ford mit beheizbarer Scheibe und jeglichen Sensoren. Also die Scheibe war das teuerste, was es gab, so ungefähr. Wir hatten ja 800 Euro Kaution bezahlt und mussten dann sogar zusätzlich noch 200-300 Euro draufzahlen, weil das über 1000 Euro gekostet hat, diese Scheibe da tauschen zu lassen. Und wir waren damals noch unter 23 oder unter 24, ich weiß nicht, was die Grenze war, und konnten die Selbstbeteiligung beim Camper nie auf 0 Euro runtersenken, was total frech ist. Und deswegen hatten wir dann
Also, ja, war das halt irgendwie eine ziemlich große Scheiße. Boah, es ist richtig warm, es ist heftig, es ist so eine ganz andere Wärme. In Deutschland ist es so, ich kann es nicht beschreiben, aber es ist wunderschön hier. Das ist genau meine Wohlfühltemperatur. Wir haben es geschafft. Wir sind vor unserem Haus und ich kann schon mal so viel sagen. Also es gibt einen Parkplatz. Wir haben uns hier nämlich jetzt in die engste Lücke, die es jemals gegeben hat, gequetscht, nämlich da. Und hier, also man kommt da fast gar nicht irgendwie dran vorbei. Aber gut, wir haben jetzt den Schlüssel und gehen jetzt rein. Ich zeige euch das Haus insgesamt dann nochmal von außen. Aber jetzt erstmal. So, ja, hier sind ganz schön viele Räume und Türen und weiß ich nicht. Also das ist erstmal der Eingangsbereich. Was das für ein Bodenbelag. Der fühlt sich ja eklig an. So, dann haben wir hier ein sehr hübsches Badezimmer. Wo er ja zwei hübsche Badezimmer. Mit einer Dusche, Toilette und hier drüben haben wir noch eins. Dasselbe nochmal. Bloß ohne Fenster. Okay, und was gibt's hier? Aha, hier geht's lang. Dann haben wir hier eine Küche mit und Terrasse. Waschmaschine, genau, das habe ich von außen schon gesehen. Hier hinten ist eine Sitz. Gelegenheit. Und Mami? Mami? Ja? Ich hab noch was. Ja, kein Stress. Ja, damit kenne ich mich nicht aus. So, dann kommt hier das Wohnzimmer. Das sieht ja gemütlich aus. Das ist so richtig so. Das ist wild. Wollen wir mal gucken, was hier ist? Das ist ein Schrank. So. Und dann sind wir hier eine Runde jetzt gegangen. Und jetzt geht's hier nach oben. Das könnte unser Dachboden werden, Mami. Was denn? Komm hoch. Alter, ist hier warm. Ja. Sollten wir mal lüften? Ist das hier ein Spenstisch? Ja, aber wir bräuchten erstmal vielleicht Licht. Ja, da ist Licht. Er braucht dringend Sauerstoff, Junge. Alter. So, dann haben wir hier ein Schlafzimmer. Alter. Mit einer Klimaanlage. Hier gibt es auch Klimaanlage, ne? Ja. Und mein Zimmer. Und dann haben wir hier noch ein Zimmer, leider ohne Balkon, das wäre eine richtig gute Möglichkeit. Ja, doch. Ein Kinderzimmer. Das sieht doch süß aus. Die Tür offen ist genau so schräg. Ja, hier oben, hier drüben ist eine Klimaanlage. Da ist die Küche. Hier lang kommt man zu unserem wirklich wahnsinnig breiten Parkplatz. So, während Tim hier sich mal wieder in die engste, kleinste Stelle und hier rumfahren wird auch nichts reinzwängt, wollte ich euch das Haus nochmal von außen zeigen. Sieht nämlich ganz süß aus. Wie scheiße hier rein. Du machst es wunderbar. Wir waren gerade einkaufen. Wir haben 40.000 Forint oder so bezahlt. Keine Ahnung, das sind ein bisschen über 100 Euro. Ich gehe einfach mal hier rum, zeige euch das nochmal. Und dann kann ich auch mal ein kleines... einen kleinen hier Supermarkt-Haul machen. Also wir waren jetzt hier in diesem Aldi und kann euch das mal zeigen. Und dann rechne ich es einfach nochmal genau um und dann können wir mal gucken, ob das ein guter Preis ist für das, was ich gekauft habe. Weil ich fand es jetzt tatsächlich, also wir haben echt ultra viel gekauft. Deswegen, ich finde es jetzt gar nicht so teuer. Jetzt muss ich hier mal den Tordienst machen. Drin, musst du hier dran vorbei. Man kann es noch sehen, aber wenn du noch mal ein Stück vorfährst und den Spiegel ranklappst. Was ist denn dann? Kann noch vorbei? Ach so, hä? Was? Ich wollte dir mal zeigen, wie knapp das hier ist. Ja, das ist top. Ich sag gerade noch, ein Freitagsauto dürfte man hier auf gar keinen Fall haben. Und also ich meine, es ist jetzt nicht das breiteste, aber auch nicht das schmalste. So, ultra lang nicht mehr gemacht, Supermarkt-Haul. Wir haben ein Geschmackswasser mit Erdbeer-Rhabarber. Einmal Erbsen, Quetschies. Die Sorte gibt es bei uns, habe ich die, glaube ich, noch nie gesehen. Ich habe eine nette Mango. Wir haben zwei Zwiebeln, zwei Möhren, eine Gurke, Tomaten, Lauchzwiebeln, ein Brot. Das ist irgendein spezielles Brot, keine Ahnung. Irgendwas Brot. Zwei Paprikas, ich hoffe, die sind nicht scharf. Ein winziger Käse. Zwei Pastinaken. Noch ein winziger Käse, so rum. Ja, dann habe ich wieder hier irgendwelche experimentativen Sachen gekauft, wovon ich nicht weiß, was es ist. Deutsche Markenbutter.
Müsli, Spaghetti, einmal Chips, dann ist hier so Joghurt, Trinkjoghurt, sowas wie Actimel, Grillkäse für die Pfanne, würde ich jetzt mal sagen, Joghurt, so eine Salami und Soße, ist auch Salami, ja. Dann nochmal was Experimentatives. Ich glaube, das ist irgendwie für Eis machen ohne Eismaschine. Keine Ahnung. Wichtig, Kaffee. Noch mehr Joghurt. Pudding. Dann das hier ist ja auch Joghurt mit so Streuseln. Die mag ich am allerliebsten. Joghurt. Noch mehr Joghurt. Noch mal Joghurt. Bisschen übertrieben. Dann sind hier Kekse für unterwegs. So eine Mischung für Chili con Carne. Ich glaube, das ist Tomatenmark, ich weiß es aber nicht genau. Nudeln. Noch ein Joghurt. Alter. Frischkäse. Hoffentlich Kochsahne. Ich habe es nicht übersetzt, ich habe es einfach gekauft. Das sind Nürnberger und normale Roster. Einen Mozzarella. Das sieht auch interessant aus. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber. Was ist das denn? Gummibärchen, irgendwelche Kekse. Andere Kekse, nochmal Nudeln, das sieht aus wie irgendwelche Wurstschinken, was weiß ich, Soße Hollandaise, es hört nicht auf, einen Wein, wo ich hoffe, dass er feinherb ist, ich konnte es so ein bisschen erahnen, ich bin mir aber nicht sicher. Dann haben wir eine Milch, einen wahrscheinlich Traubensaft, zweimal so kleine Wasser, Trinkpäckchen, Ketchup, Tomatensaft, das ist Mais, irgendwelche Limonaden, keine Ahnung. Dann haben wir normales Gösser gefunden und Gösser Radler 00er mit irgendwelchen komischen Sorten, also finde ich sehr interessant. Wir haben Reis. Ja, hier wissen wir auch nicht so richtig, was das ist. Da steht einfach 00 drauf und irgendwas mit Früchten, also sowas in der Art. Wo waren das? In welchem Land, wo es auch immer sowas gab? So... Was, in Schweden? Ja, weil die haben doch nur diese komischen Alkoholläden. In einem richtigen Supermarkt quasi kein Alkohol. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist das irgendwas wieder mal nicht identifizierbares. Aber in Ungarn gibt es feuchtes Toilettenpapier und das ist eine wirklich interessante Entdeckung. Gummibärchen. Das müsste echtes Bier sein. Ich habe es auch erstmal einfach gekauft. Aber hier ist eine Kirsche drauf, also keine Ahnung, was ich hier schon da ausgewählt habe. Das können wir dann auch mal gleich übersetzen. Man hofft, es ist Bier. Noch so ein Gösser, was, also keine Ahnung, bei uns gibt es solche wilden Sorten nicht. Genauso wie das hier. Und das müsste auch ein normales Bier sein. Und das ist noch so ein 00er. Und dann haben wir noch zwei Sixpacks Wasser. Es sind 45.221 Forint. Und ich werde es eben umrechnen. 114 Euro. Also für diese Menge an Einkauf ist das wirklich, wirklich günstig. Ich meine, es ist Aldi. Aldi ist eh immer günstig, aber guck doch mal, wie viele so Getränke und so wir gekauft haben. Das hättest du bei uns zu viel mehr bezahlt. So, hier ist jetzt Zugang zur Badestelle direkt bei unserer Straße und da hinten ist dann der Teich, ne? Also hier muss man erstmal durch das ganze Geäst durch, aber gut. Gestern habe ich gefilmt, wie ich hier vorgelaufen bin und man kommt hier komplett bis zu der Plattform mit, also maximal bis zur Hüfte im Wasser. Wir haben jetzt einfach auf der Plattform unsere Strandmuschel aufgestellt und ja, hier ist es, also Tim läuft ja, es ist ultra flach, hier ist es richtig, richtig cool. Wir haben jetzt hier einfach so unsere Basis, ich binde die jetzt hier mal noch fest. Wir haben ja auch hier Zeug reingelegt, was so ein bisschen Gewicht hat. Aber trotzdem, wir haben hier unsere eigene Plattform, ich filme das dann auch nochmal vom Wasser aus, das ist richtig cool. So, so sieht es aus und es ist wunderbar. Die Sonne ist von da, also die geht früh hier auf, wandert hier hinten rum, das
Das heißt, wir können die Strandmuschel dann noch so ein bisschen drehen, aber es ist top. Und das Wasser ist so warm, aber es ist auch hier also an sich warm. Ja, und so sieht es dann aus. Wahnsinn. Richtig, richtig cool. So, wir haben jetzt hier wirklich schon also den ganzen Vormittag verbracht und Tim ist jetzt zu unserem Haus gegangen. Das ist wirklich super nah. Also man läuft von hier jetzt, von unserer Plattform, läuft man vielleicht so, tja, hier ist halt so ein Steg, der ewig lang geht. Den habe ich ja gestern noch gefilmt. Da muss man vorsichtig laufen, damit man da nicht rechts und links runterfällt. Und dann, also wenn man auf dem Steg normal Geschwindigkeit laufen könnte, dann wäre man wahrscheinlich in 3 Minuten oder 2 Minuten am Haus. Genau, also Tim holt jetzt Essen und tauscht mal die Handtücher aus, weil trotz, dass es ultra warm ist, also bestimmt schon 35 Grad und Wind geht, werden die Handtücher nicht trocken. Wir haben die hier die ganze Zeit schön in der Sonne ausgelegt, die werden einfach nicht trocken. Und Tim hängt jetzt zu Hause in die Sonne und bringt nochmal neue Handtücher. Dann holt er noch was zu essen, noch was Neues zu trinken. Das ist richtig cool. Wir haben hier wirklich so unsere eigene Plattform. Hier vorne sind ja noch viel mehr. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier für jemanden die Plattform blockieren oder so. Hier vorne sind noch, was ich jetzt sehen kann, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Plattformen und auf keiner ist jemand drauf. Super, ich habe Tim den Schlüssel vom Haus nicht eingepackt und er hat mir gerade geschrieben, ob ich ihm den eingepackt habe. Habe ich nicht. Aber wir haben noch eine Hintertür und die haben wir einfach nicht abgeschlossen. Das ist schon wieder richtig typisch wir. Also Tim ist jetzt reingekommen und schließt dann die Hintertür hoffentlich ab und bringt dann den Schlüssel noch mit. Aber das ist also, das ist schon wieder ganz, ganz typisch. Wir haben einen Angel- und Badeplatz, beziehungsweise wir baden hier einfach, gefunden. Wir sind jetzt am kleinen Balaton. Und hier sind überall am Straßenrand solche Buchten sozusagen. Und da stehen immer Schilder und da steht drauf, wie man sich verhalten soll. Und durch die Angelkarte ist das ja jetzt auch alles erlaubt. Und wir haben jetzt einfach hier unsere eigene Bucht und chillen jetzt hier und werden jetzt hier angeln und baden. Sieh mal einer an. Das ist der vierte Fisch, ne? Mhm. So, ich wollte einmal zeigen, heute ist der erste Tag, wo es um die Uhrzeit noch keine 30 Grad ist. Und heute ist unsere Abreise. Wie bitte? Wir reisen ab. Wir gehen. Adios. Habt ihr schon Tschüss gesagt zum Haus? Ja. So, wir sind noch nicht allzu weit gekommen. Zum einen mussten wir noch Pfand wegbringen. Zum anderen, was ist denn mit meiner Frisur los? Okay, wir ignorieren es einfach. Zum anderen muss Tim seinen Angelschein, also so ein Buch. Boah, ich habe gerade richtige, ich dachte gerade irgendwie, wir rollen. Das ist so ein Buch, wo man einträgt, wenn man einen Fisch gefangen hat und den mit rausnimmt und also isst. Dieses Buch muss er halt abgeben. Wenn er dieses Jahr nicht nochmal in Ungarn halt angelt, was jetzt nicht der Plan ist. Sonst muss er das nächste Mal, wenn er dann hierher kommt zum Angeln, Strafe bezahlen. Deswegen gibt er jetzt das Buch ab und ich habe ihn jetzt nochmal losgeschickt. Und zwar haben wir ja noch ein bisschen ungarisches Bargeld, also so Scheine. Und die soll er jetzt einfach mal noch im Angelladen ausgeben, weil ich keinen Bock habe, nochmal zurückzutauschen. Und der kann noch was kaufen. Ich habe ungarisches Geld und schwedisches Geld. Der Karl hat 200 Forint, das sind 56 Cent. Das ist, ich finde es so wild, ja. Und ich habe schwedisches Geld. Tim hat jetzt da 19.000 Forint mit reingenommen. Das sind ungefähr 50 Euro oder so. Also, es ist wild. So, wir sind jetzt in unserem Hotel in Tschechien. Hier ist es übel ruhig, hier gefühlt ist hier niemand. Hier unten drunter ist auch ein Restaurant und die Kellner, die chillen alle, weil da ist halt auch niemand. Also
Es ist halt wirklich übel ruhig. Das Ding ist, es hat halt richtig viele gute Bewertungen gehabt und es ist auch wirklich richtig schön. Es sieht auch abgespaced aus, das ganze Haus ist so grün. Also es ist jetzt nicht so, dass hier niemand ist, weil es irgendwie scheiße ist oder so. Ja. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal das Zimmer. Herzlich willkommen. Kannst du noch meine Minions zeigen? Und ich habe das erst neu gekriegt. Auf deiner Mütze sitzt eine Fliege. Na gut, haben wir jetzt eine Fliege hier drin. So. Wo? Also das ist anscheinend das Vorzimmer mit sehr vielen großen Schränken. Dann haben wir hier ein Badezimmer. Was sehr groß ist. Ist halt ein Badezimmer, ne? Was soll ich dazu sagen? Ich hab Geld. Ja, 200 Forint. Und? So. Ungarisches Geld und ich hab's noch schwedisches. Was hast du für eine Wurst? Das ist ein Handtuch. Cool, so. dann kann ich Wurst spielen. Und hier ist dein Karlsbett. Du hast deine eigenen Würste auf deinem eigenen Bett. Ja. Meine Wurst. Ja, hier unten ist ein Biergarten, aber hier hinten ist auch ein Biergarten. Also hier ist irgendwie ein Restaurant, keine Ahnung. Ja, das war eigentlich auch schon unser Zimmer. Ich glaube, ich beende einfach an der Stelle schon mal das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mit uns mal wieder unterwegs zu sein. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video.